Hallo und herzlich willkommen bei Miris Welt. Heute mal aus der Garage. Und der Thomas, der hat sich ein Trabi-Paket schicken lassen von eBay Kleinanzeigen. Also ein Trabi-Teil drin und ich weiß nicht direkt, was drin ist. Ich habe ein bisschen was gesehen, aber nicht alles. Und dann gucken wir mal rein, ob sich das lohnt, hat der Kauf. Schauen wir einfach mal. Machen wir ein gutes Stück mal auf. Wir haben noch nicht nachgeguckt. Das machen wir jetzt einfach mal. So. Gucken wir doch mal, was uns hier erwartet. Oh, erstmal gut eingepackt. Zeitung. Verpackung. Noch mehr Verpackung. So, was haben wir da? Antriebsmanschetten. Ich denke mal eher vom Wartburg, so klein wie die sind. Von 1984. Naja, das sind vom Wartburg welche. Den nehmen wir mal hin. Naja, ein paar Manschetten. Boah. Die gab es, glaube ich, als Gratiszugabe dazu, die Manschetten. Haben wir hier. Ja. So, was haben wir denn hier schon? Eine ganze Kiste voller Lampen. Wollt ihr noch ein Messer hier nicht? Hier. Pentagon. Ist auch von der DDR-Zeit noch. Gucken wir mal. Alles voller Originallampen. Aus der damaligen Zeit. Dann haben wir noch so das hier bei. Alles mögliche Lampen, H4, Bilux-Lampen dabei. Ja, kann man bestimmt was von verwenden. Auf alle Fälle ein, zwei Relais drin. Ja. Was sind Relais für die Mädchen des Kanals? Die Mädchen des Kanals, die schalten den Strom sozusagen. Aha. Den Stromkreis können die schalten. So, was haben wir noch hier schön? Gucken wir mal rein. Das hier. Wir haben das jetzt eingepackt, aber das ist schon mal schön. Ah, ich sehe schon was, ich direkt hier brauchen kann. Jetzt kommt wieder. Ah, tada! Nagelneue Türfangbänder. Das ist schön, da freue ich mich drüber. Das ist schön. Die kann ich direkt hier brauchen, die wollte ich mir schon holen. Jetzt sind sie dabei. Herrlich, das ist gut. Wusstest du, was drin ist? Nicht alles, ich habe nicht alles gesehen. Gottes Willen. Die hätte ich zum Beispiel gar nicht erkennen können. Das sind für die Halterung von der Bremsleitung vorne, von der Vorderachse sind Bleche dabei. Vier Stück sogar. Ja. Ist auch okay. Auch ein ganzer Satz Meramidscheiben vorne von den Buchsen, von den Querlenkern sind dabei. Dann oben von der Blattfeder sind Meramidscheiben dabei. Die kleinen Plastikteile. Das ist ein Halter für die Hutablage. Ansonsten noch ein paar Sprengringe. Gucken, was hier noch so drin ist. Schauen wir mal. Ist das Radlager? Ist dabei. Ja. Muss mal gucken, was das für eins ist. Das werden wir auch noch rausfinden, wo es hingehört. Ist auch noch ein Lager dabei. Könnte Hinterachse sein. Geht auch noch gut. Das dürfte Hinterachse sein. 6206. Auch Original DDR, DKF. Das dürfte, glaube ich, wieder Wartburg sein. Diese Sicherungsklemmen für die Spurstangen. Jo. Hat schon mal das. Was haben wir hier noch drin? Gucken wir mal. Na, ist eher so eine kleinteile Kiste hier. Elektrik wird das sein. Dann gucken wir mal, ob da was Brauchbares dabei ist. Da ist auch einiges bei, was man, sag ich mal, nicht mehr verwenden kann. Das hier ist ein Sicherungshalter. Das ist von der Scheibenwaschpumpe, von der manuellen, der Zugpumpe. Ah, hier sind ein paar Halter, Kleinteile, Radmuttern dabei, neue. Hat man hier, ja, alles so was Kleinteile. Was Kleinteile mäßig ist. Ja, ist okay.
Kann man bestimmt ab und zu was wir brauchen hier. Radkappen hier, die Abdeckung vom Bautenzug, der Zug vorne, vom Gurt. Ist allerhand dabei. So, was haben wir hier noch schön? So, was haben wir hier schön? Was steht hier drauf? Kombinat VEB Elektrik Ruler. Ein Stärkeschirm. Na, mal gucken, ob es noch drin ist. Schauen wir mal. Was ist das? Mit Garantieschein 1986. Und Scheinwaschanlage. Na, mal gucken. Ist was anderes drin? Aber wir gucken mal, was alles so schön drin ist. Was ist das hier? Typenreinigungsmittel Barock. 72 Pfennig. VEB Bürochemie Dresden. Mal sehen, was drin ist. Was ist das? Was ist das? Hä? Das ist eine Pipette, ne? Für, wenn du den Säurestand von der Batterie messen möchtest. Naja. Ist halt drin. Gucken wir mal, wo wir das brauchen können. So, was haben wir noch schüttet? Relais haben wir noch bei, nagelneue Blinkgeber. Einige bestimmt. 21 Watt, 6 Volt. Noch ein paar. Noch ein paar. Unterbrecherkontakte. Hier haben wir. Ihr braucht die Libelle. Sieht aber schon wirklich sehr gut gebraucht aus. Da fehlt natürlich der Propeller. Ist natürlich schade und das Kabel ist auch abgeschnitten. Na, mal gucken, ob die noch funktioniert. Die Propeller gibt es ja erst Ersatzteil zu kaufen. Und dann schauen wir mal, was wir damit noch machen können. Ob wir die noch mal auf Hochglanz kriegen. Dann kommt das Armaturenbrett. Das ist so ein kleiner Lüfter neben dem Trabi. Da schauen wir mal, ob wir das noch mal einkriegen. So, was haben wir hier drin? Ein Satz neue Türzugbänder für die Türverkleidung. Ist noch bei. Ansonsten ein paar Schrauben. Noch ein paar Unterbrecherkontakte. Bisschen Kabel. Und dann gucken wir mal, was hier noch ist. So, die letzte Kiste raus. Die ist ein bisschen schwerer. Die machen wir gleich auf. Erstmal gucken wir hier rein. Das ist viel interessanter bestimmt. Das ist hier drin. Wie gesagt, alles habe ich nicht gesehen. Oh, Nagstumpf, nagelneuer. Das ist schön. Das ist schön. Chronischer müsste alte Ausführung, glaube ich, sein. Aber der ist nagelneu. Noch in Wachs eingelegt. Das ist eine schöne Sache. Das kann man. Das ist schön. Was haben wir hier noch? Eine Unterbrecherplatte für den Trabi, aber schon gebraucht. Die war schon mal eingebaut gewesen. Aber kann man durchaus auch immer gebrauchen. Was haben wir hier noch? Ist noch was drin? Machen wir gleich. Nochmal Lager drin. Oh! Für das Schwenklager, für das untere Schwenklager ist das. Das ist gut. Der ist nagelneu. Das ist schön. Den kann man auch hier brauchen. Da kostet auch mal ein bisschen was. Hier haben wir noch eine zweite Lager dazu für die Hinterachse. Das ist praktisch das Lager, was hier drauf gehört. Dafür ist das. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt kommen wir zur letzten Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Hat sich da was Schönes drin versteckt. Erstmal steht wieder ein Störgeschirr drauf, aber ich denke mal 69 Mark. Aber da wäre zu schwer für. Oh, haben wir hier dran. Verzeichnis der einzelnen Bauteile. Einbauvorschrift an Störgeschirr. Na, die Einbauanleitung ist ja schon mal bei. Hat man es schon mal. Aber natürlich ist nicht das drin. Hat das. Oh, neues Motorraumschloss. Nagelneu. Schön. Passt. Das ist gut. Ansonsten ist hier. Boah, was ist hier drin? Oh, sehe schon. Nochmal, so ja noch im Wachs eingepackt, das ist schön, nagelneue Teile. Unten für den Laufbolzen beim Trabant, was haben wir hier noch drin? Noch einer, das ist gut. Das hat sich schon mal gelohnt. Das hat sich schon mal gelohnt. So, was haben wir hier noch? Noch ein Radlager, Hinterachse. Alles noch in so einem Wachs eingepackt. Hier noch diverse Simmeringe bei. Ich denke mal vom Getriebe, von der Kupplung. Antriebswellen-Simmering wird hier das sein. Haben wir hier bei. Ansonsten sind ja bloß noch Kleinigkeiten drin. Noch einige gebrauchte Teile. Hier haben wir noch ein Haubenschloss. Scheint aber auch schon gut gebraucht gewesen zu sein. Haben wir immer neu, immer gebraucht da. Das ist das hier.
noch ein Radlager, dann haben wir einen ganzen Satz für die Hinterachse dabei. Fast. Und ansonsten haben wir noch ein paar Kerzenstecker. Ja, die haben auch schon ein paar Altersspuren hinter sich. Für den großen, für den 18er Gewinde, ist ein Kerzenstecker dabei. Ja. Zündleitung ist aber auch alle, die braucht. Und ja, das sind halt die gebrauchte Teile. Ja, muss man halt gucken, was kann man davon verwenden. Schauen wir mal. Ansonsten, ja, das war eigentlich gewesen. Ich sag mal, ja, war okay gewesen. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Hat sich auf alle Fälle gelohnt. Gucken, was hier noch drin ist. Kann ich erstmal nichts zu sagen, sagt mir erstmal leider gar nichts. Ansonsten, ja, hier so ein Gummipuffer für die Haubenauflage ist dabei. Ein ganzer Satz wäre natürlich schöner gewesen, wenn der dabei wäre. Ansonsten, ja. Das war gewesen. Haben gut. Wir alles. Gut, und dein Fazit? Ja, für 30 Euro sagt man, der ganze Satz ist okay. Kann man kaufen. Kleinteile brauchst du immer. Geht. Ich bin zufrieden. Okay. Mo? Okay, dann schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr so von haltet, von dem Paket. Und ansonsten lasst ein Like da. Und wäre schön, wenn ihr uns abonnieren würdet, würden wir uns sehr drüber freuen. Und bis zum nächsten, Mal. Tschüss.